Auch aus Mittelfranken wird heute eine Schule mit der Europaurkunde ausgezeichnet. Die Hans-Böckler-Schule in Fürth, eine städtische Real- und Wirtschaftsschule. Sie hat sich vor allem mit ihrem innovativen Projekt Schuld in besonderer Weise mit einem der zentralen Themen in der aktuellen europäischen Debatte auseinandergesetzt. Dazu gehörte auch eine Studienreise nach Porto und eine enge Zusammenarbeit mit der Deutschen Schule Porto. Wichtiger Kooperationspartner des Projektes war die VR-Bank Meine Bank Fürth. Ich habe von Portugal mitgenommen, dass dort die Menschen einfach, auch wenn sie weniger Sachen haben, weniger materielle Sachen, viel mehr Sachen schätzen dadurch. Dieses Schätzen ist in Deutschland so ein bisschen verloren gegangen, finde ich. Kulturaustausch und europäische Vielfalt vorprogrammiert. An der Hans-Böckler-Schule lernen Schüler aus über 40 Nationen. Amanda war mit dabei in Porto. Man hat den Unterschied schon richtig gesehen. Also hier zum Beispiel in unserem Stück haben wir ja gesagt, dass sich viel um materielle Sachen geht in Deutschland. Aber in Portugal ging es wirklich darum, dass die Menschen sich wirklich Angst um ihre Existenz so machen. Dein Einsatz? Kein Geld, kein Leben. Hashtag Revolution! Theater bedeutet für mich Freude, Gemeinschaft. Man denkt über die Sachen danach, was man da macht. Man soll sich ja in die Rolle hineinversetzen und so. In der Gruppe ist halt alles viel besser, finde ich persönlich. Weitere Möglichkeiten, international an spannenden Projekten mitzuarbeiten, bietet ein eigenes Übungsunternehmen. Unter anderem mit Schulen in Südtirol, Österreich und England. Ich bin definitiv sicherer geworden in der Arbeit, die ich mache. Es ist halt aufgrund dessen, dass ich die Sprache halt verstehe, keine Missverständnisse entstehen und halt einfach die Kommunikation besser funktioniert. Das bereitet halt auch einen schon darauf vor, wenn man eine Berufsausbildung in diese Richtung dann macht. Auch mit weiteren Projekten sorgen die Schüler immer wieder für regen Kulturaustausch. Zum Beispiel mit einem Theaterprojekt zum Fürther Stadtjubiläum. Für uns alle ist es hier absolute Normalität. Das Zusammenleben mit anderen Menschen aus anderen Nationen, die woanders herkommen, das ist kein problematisches Thema, eher im Gegenteil bereichernd. Eine Woche, zwei Wochen so ein Austausch und die Schüler lernen für ihr späteres Leben wesentlich mehr und nachhaltiger als nur im Unterricht.